Freunde, hi, was geht? Ha, ich mache mir gerade meine Badewanne fertig. Und da mein WhatsApp ja immer so ein bisschen freakig ist, mal in der Küche, mal auf dem Klo, heute in der Badewanne, wollte ich euch hier so auf den neuesten Stand bringen, ja? So, erstmal ein bisschen über Badewanne. Ja? Ich gehe hier sehr gerne baden, habe meistens keine Zeit dafür. Wenn ich mir aber die Zeit dafür nehme, muss sehr viel Schaum darin sein. Ja? Ich hoffe, bei euch das auch so und nehmt das super Schaumbad Private Spa. Kann ich nur wärmstens empfehlen von meiner Freundin, denn die bringt immer sowas mit, weil ich sowas nicht kaufe. Und ich mache das dann auch sehr schnell leer. Ihr drückt einfach so lange drauf, bis das eigentlich leer ist. Dafür habt ihr dann einen Schaumberg. Früher ist ich noch kleiner als heute. Ah, es ist heiß. Habe ich mich immer im Schaum versteckt. So. Ja, was geht? Außer baden. So, badet ihr eigentlich auch gerne? Oh, ich liebe baden mit Musik oder Film oder so. Super chill. Einfach einen Laptop oder so hinstellen. Leider habe ich mein Aufnahmekabel fürs Laptop auf der Tele verloren. Ah, muss ich ein neues kaufen. Was gibt's? WhatsApp natürlich mit den neuesten Inhalten. Morgen, also Donnerstag. Vielleicht ist dann schon Donnerstag, wenn ich das Video hochgeladen. Ich wollte es ja eigentlich schon gestern Abend hochladen, aber die Zeit drängt. Gibt es am Mittag ein neuer Ledersession. Also Donnerstag sozusagen, wenn ihr es schaut, gleich heute ab 15 Uhr bis 18.15 Uhr in etwa. Denn dann werde ich eine kleine Umbauphase haben. Wir machen direkt weiter mit dem EPS-Liga-Pokal. Richtig, richtig fette Sache. Denn zwei Spiele im Viertelfinale stehen noch aus. Unter anderem haben wir dort X-Lot gegen Akro. Das Spiel wurde verschoben, ebenso wie Socker, der auf dem LG war, der spielt gegen Pharma. Also wir freuen uns wirklich auf zwei schöne Partien. Danach werden wir natürlich auch dann die Halbfinalisten haben. Und dort habe ich die Ehre, alleine zu Hause mit einem Kochtopf die Auslosung vorzunehmen. Ganz großes Kino, da haben wir uns was Tolles eingefallen lassen. Ich bin sehr begeistert, sehr begeistert. Tja, das war es am Donnerstag. Am Freitag überlege ich gerade auch noch eine Letter-Session zu machen. Da werde ich euch aber auf dem Laufenden halten. Denn das darf ja eigentlich nicht sein, dass am Freitag da nichts kommt. Aber für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ihr seid da hier gerade auf meinem YouTube-Kanal hoffentlich. Oder habt dieses Video zumindest jetzt bei YouTube dann gefunden und denkt euch, what the... MLG-Woche, ja? Nur mal festhalten, MLG-Woche. Seit Montag massig Replays auf meinem YouTube-Account. Ihr solltet auf jeden Fall draufgehen. Von der MLG, Socke war dort, Telo war dort, wir hatten Nani war dort, wir hatten Tyler dort, wir hatten... Nani, habe ich schon gesagt, wir hatten Redford, Idra vor Ort, wir hatten QXC vor Ort, wir hatten InControl vor Ort. Da waren so viele gute Spieler vor Ort, ja. Massi hätte man gerne gehabt auf der MLG, hat man nicht so viel mitbekommen. Dafür jetzt aber den ganzen Replay-Cast, da gab es da viele technische Probleme und ach, das wollt ihr gar nicht wissen. Grausam, ich habe selber davon nichts mitbekommen, also ich habe ein bisschen was gesehen, aber habe mich irgendwann dann abgefragt und habe gesagt, nee, gucke ich nicht mehr. So, Replaycast kommen also auch von Montag bis Sonntag jetzt durchgehend jeden Tag, locker 5 Stück, also könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Das war es dann, was die Replaycast angeht. Dann Samstag gibt es einfach mal freie Pause. Ihr wisst ja, ich bin auch in den Bauarbeiten in meiner Wohnung. Unfassbar, wie viel Arbeit das ist. Noch mehr als ich dachte. Gut, ich habe das schon vermutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Vater hat auch direkt gesagt, Junge, wird viel Arbeit. Glaub mir. Nicht so, ja Papa. Ist es tatsächlich, Samstag wird da gewerkelt, jeden Tag wird da gewerkelt, um ehrlich zu sein. Da habe ich jetzt schon so ein paar kleine Ausschnitte mal gefilmt. Keiner will sich filmen lassen. Mein Onkel nicht, mein Vater nicht, niemand. Der Elektriker nicht. Grausam. Aber mein Cousin und ein Kumpel von mir habe ich erwischt. Und ja, wir haben schon ein bisschen was getan. Eine Wand ist rausgebrochen, Boden wurde neu gelegt, Rehgipsplatten wieder dran und alles neu gespachtelt und ein Drittel der Wohnung ist gestrichen und so weiter und so fort. Das werde ich euch auch in Bildern mitliefern, natürlich dann die Tage. Sonntag geht es dann aber auch endlich weiter mit dem GoForce StarCraft 2 Cup. Da habe ich eine ganz besondere große Sache für euch. Free HD auf Justin TV. Ihr fragt euch, wo bekomme ich den Link her? Ich schreibe ihn euch in die YouTube-Comments noch später drunter. Aber geht einfach auf die ESL.tv-Seite. Da wird es verlinkt sein. Das war es eigentlich im Prinzip von mir. Ich freue mich. Ab 14 Uhr geht's los. Skype-Action natürlich wie gewohnt. Ich werde da versuchen, den einen oder anderen Top-Spieler mit reinzubringen. Es wird wieder ein Knaller wirklich am Sonntag. Es gibt kein großes Event. Diesmal, nein, gar kein großes Event dieses Wochenende, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Was Europa jetzt... stören könnte. Das heißt, eigentlich alle Top-Europäer sind in ihrer Heimat und spielen dann den GoForce StarCraft 2 Cup mit. Das heißt, wir haben wieder einen Bomb-Liner. Jungs und Mädels. Hallo Mädels. Es geht weiter natürlich also dann, wie gesagt, mit dem GoForce StarCraft 2 Cup. Die nächste Woche erkläre ich euch dann, spätestens dienstags geht wieder weiter mit Playoffs und Playdowns der ESL Pro Series. Ich freue mich auch da schon riesig. Das war es von mir. Ich werde mich nämlich jetzt ausziehen und, was habe ich denn hier von der Box schon? So, Freunde. Ich wünsche euch noch was, ja? Und ich gehe jetzt baden. Bis dahin.